und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Kirchheimer, es sind ganz besondere Zeiten, auch für die Kirche und für unsere Kirchengemeinde. Zurzeit können wir nicht unsere verbauten Gottesdienste hier in der Stadtkirche feiern. Andachten müssen entfallen und auch alle anderen Gruppen und Kreise. Unser gemeindliches Leben scheint stillzustehen. Aber es gibt einige neue Wege, mit denen wir versuchen, ein wenig kirchliches Leben zu ermöglichen und Kontakt zu halten. Vieles davon finden Sie auf der Facebook-Seite unserer Kirchengemeinde mit ganz vielen anderen Hinweisen zu anderen Angeboten im Internet. Natürlich gibt es auch die sonntäglichen Gottesdienste im Fernsehen. Unsere beiden Kirchen bleiben, solange es möglich ist, weiter geöffnet. Dort besteht die Möglichkeit zu Gebet. Sie können Kerzen für sich und ihre Lieben entzünden und es liegen dort Materialien zum Mitnehmen aus. In der Stadtkirche beispielsweise eine wöchentlich wechselnde Bildandacht. Mit dieser Videoandacht heute gehe ich einen auch für mich ganz neuen Weg. Es soll kein ausführlicher Gottesdienst sein, keine perfekt gestaltete und aufgenommene Andacht. All das gibt es vielfach im Internet, auch von unserer Landeskirche auf deren Homepage ekkw.de. Und dort viel besser und professioneller, als ich das je machen konnte. Aber mit dieser Andacht möchte ich Ihnen einen kleinen persönlichen Gruß aus Ihrer Kirchengemeinde und aus der Ihnen vertrauten Kirche zukommen lassen. Liebe Gemeinde, wir feiern heute den Sonntag Letare. Das ist lateinisch und heißt sich freuen. Dieser Sonntag markiert die Mitte der Passionszeit. Und in der Tat ist diese Zeit für viele Menschen in diesem Jahr in ganz besonderer Weise eine Leidenszeit. Viele Menschen sitzen zu Hause mit der Sorge, sie oder nahe Verwandte, insbesondere Ältere, könnten sich mit Corona infizieren. Eine Leidenszeit, die mit vielen Einschränkungen verbunden ist. Im besten Fall noch mit Heimarbeit, ansonsten aber auch mit Arbeits- und Einkommensausfällen, mit Spannungen im häuslichen Umfeld, wo auf einmal viele über längere Zeit auf engem Raum zusammenleben oder umgekehrt einsam daheim bleiben müssen, denen der Kontakt zu ihren Mitmenschen fehlt. Und wir betrauern die Toten. Diejenigen, welche an Covid-19 erkrankt und gestorben sind, und jene, die wie jedes Jahr an der Grippe und an anderen Krankheiten, an Altersschwäche oder bei Unfällen aus diesem Leben geschieden sind. Obdachlose mit schlechter medizinischer Versorgung und auch Opfer krimineller Gewalt. Wir zünden eine Kerze an für jene, die uns nahestanden, für die, denen wir gedenken. Jeden Tag hier in der Kirche, abends um 18.15 Uhr. In der Passionszeit, liebe Gemeinde, erinnern wir uns in ganz besonderer Weise der Leiden Jesu Christi. Er, der den Menschen Vertrauen entgegenbrachte, ist von seinen Vertrauten verraten worden. Er, der Wunden heilte, ist übersät mit Wunden, wird geschlagen und gemartert. Er, der die Menschen aufrichtete, geht in die Knie unter der Last des Kreuzes. Der Sonntag Letare erinnert uns aber mitten in der Passionszeit schon daran, dass dies nicht das Ende ist. Manche nennen ihn darum auch das kleine Ostern. Denn wir vertrauen auf Jesus, der uns deutlich macht, wie alles zusammenhängt. So wie ein Samenkorn in die Erde begraben werden und sterben muss, um zu neuem Leben zu erwachen, wie Brot gegessen werden muss, um neue Kraft zu geben, so musste Christus sterben, um auferstehen zu können, musste er die Rechnung begleichen, damit wir frei von Schulden aufatmen können. Darum können wir uns freuen, weil wir wissen, dass sein Leiden nicht umsonst gewesen ist. Als Christen vertrauen wir darum darauf, dass der Tod nicht das Ende ist. Wir scheiden aus diesem endlichen Leben, um ein ewiges bei und mit Gott verbringen zu können, wie Christus es uns verheißen hat. Wir trauen auf Zeit, weil wir gewiss sind, dass nach dem Leben Sonnenschein, nach dem Winter wieder Frühling, nach dem Tod das ewige Leben kommt. Alle Tränen werden dann abgewischt, niemand muss mehr weinen. Die Trauer wird einer Freude weichen, die endlos ist. Gott selbst wird uns trösten. Hier und heute, liebe Gemeinde,
Bleiben wir aber in Sorge umeinander zu Hause und lernen neue Achtsamkeit füreinander. Wir leben Gemeinde und Gemeinschaft im Telefon, Rundfunk und Online-Andachten und erleben, wie stark wir trotz aller Einschränkungen im Gebet verbunden bleiben, auch weltweit. Und wir tragen schon im Leiden die Vorfreude in uns auf die Frucht, die diese Zeit heranreifen lässt. Denn wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Amen. Lasst uns beten. Gott, hier stehe ich und halte inne, alleine und doch verbunden. In Angst und Unsicherheit fühle ich mich anderen nah. Ich teile die Sorgen und das Ahnen, was kommen kann. Ich stehe hier und halte inne, alleine und doch verbunden. Ich bitte für alle Kranken und die es werden, die Angst haben, dass der Virus sie erreicht. Für alle Ärztinnen und Pflegenden, für die, die in diesen Tagen um ihre Existenz bangen. Ich bitte dich, dass du uns alle bewahrst in diesen schweren Zeiten. Doch es werden Menschen um ihr Leben kämpfen. Ich bin nicht allein, ich bin verbunden. Sei du der, der uns eint. Die, die glauben und auch die, die es nicht tun. Wir Menschen sind Verbundene, aufeinander Angewiesene, miteinander Helfende. Du verbindest uns Menschen, Gott. Gemeinsam beten wir mit den Worten, die du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Geht mit dem Segen unseres Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.